Heiho, es geht weiter mit Let's Play Yoshi's Woolly World. Beim letzten Mal haben wir das Special Level gemacht und jetzt geht's auch in den Boss Pavillon. Ich habe Angst. Wir werden sterben. Ich werde weinen. Ich werde schreien. Boss Pavillon, die Bosse, die du besiegt hast, wollen eine Revanche. Aber Vorsicht, sie sind jetzt viel stärker. Oh. Besiege einen Boss, um den nächsten freizuschalten. Okay. Ist zumindest kein Boss-Rush. Und, es sind viele. Okay, das heißt, ich kann nacheinander doch die verschiedenen Yoshis noch benutzen. Und da unten kriegen wir scheinbar noch Wolle. Monty der Große, Runde 1. Na gut. Wir kriegen das hin. Muss ich einfach nur gewinnen? Ohne viele Herzchen oder so? Das wäre cool. Das wäre cool. Okay. Ich habe 10 von 20 Herzchen. Okay, es ist aber hoffentlich nicht schlimm, dass ich nur 10 habe. Ich habe vergessen, aua, wie du funktionierst. Du bist schneller geworden. Warum ist alles schneller geworden? Das Special Level letztes Mal war auch viel schneller. Ach, ich musste auf deinen Kopf springen. Okay, habe ich vergessen, Monty. Sorry. Stimmt, du hast die Stachelbälle. Oh, er ist ultra schnell geworden. Hilfe. Okay. Und stampfen. Okay. Jetzt hattest du dieses springende Teil, ne? Ja. Kein Problem. Ja, aua. Meine Güte, Monty. Du bist total hyperaktiv. Was ist los mit dir? Monty, nein. Einfach nur Monty, nein. Monty, nein. Das ist, keine Ahnung was, der Leitspruch von diesem Let's Play. Monty, nein. Wolle. Dankeschön. Yoshi. Gewonnen. Ja, danke, Spiel, hab's gemerkt. Okay. Ah. So. Das wird jetzt ewig dauern, weil es immer 5 Stunden lädt. Aber wir wechseln jetzt die Yoshis durch. Ich will mit allen Yoshis mal gespielt haben. Und wenn das Spiel schneller laden würde, wäre es auch nicht so anstrengend. Ich weiß, ich wollte mich nicht über die Ladezeiten aufregen, aber sie regen mich ja auf, also muss ich es leider zum Ausdruck bringen. Roter Yoshi, auf geht's. Yeah. Der Pavillon mit den Yoshis lädt nicht allzu lange. Das ist noch okay. So, Boss Pavillon. Okay. Unser nächster Feind ist Xilebo. Ich mag Xilebo. Zieh mir die Hose aus. Das klang falsch. Aber es ist leider so. Dieser Boss funktioniert nun mal so, dass man ihm die Hose auszieht. Ich habe nur vergessen, wie. Konnte man sie auffressen? Xilebo, wie funktionierst du? Konnte ich deine Hose fressen? Die Musik ist cool. Das ist ein Shy Guys. Dann muss ich die vermutlich abschießen, was? Bong! Ach ja, jetzt kann ich deine Hose fressen. Erst abschießen, dann Hose fressen. In Ordnung! Ah, stimmt. Jetzt hattest du Kumpels dabei. Ich erinnere mich. Jetzt bist du einfach nur schneller geworden, was? Okay. Und nom. Oh, roter Xilebo mit rotem Yoshi besiegt. Na, das passt doch, oder? Welchen gesammelt und Wolle. Das ist schon wieder braun. Kriegen wir jetzt einen braunen? Aber wir haben schon einen braunen Yoshi, oder? Bin verwirrt. Naja, wir werden sehen. Yoshi! Oh, das ist Bronze. Nachdem wir ein Platin-Yoshi haben, vielleicht kriegen wir hier Bronze, Silber und Gold-Yoshi. Was sieht da unten auch so aus bei den Bildern von den Bossen hier? Oh nein, Knotbert! Zeit für einen anderen Yoshi! Ladevorgang. 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 Ich habe nur vorgelesen, was da steht. Okay. Schneller, Yoshi. Ich wette, die Hälfte der Paarzeit geht dafür drauf, was ich hin und her renne zwischen den Pavillons. Tut mir leid, aber ich will mit allen Yoshis spielen. Blauer Yoshi, yay! Ich mag blau. Blau ist cool. So. Es sind noch 8 Yoshis, wenn ich das eben so im Augenwinkel richtig gesehen habe. Ich glaube, es sind noch 8 Bosse, von daher kommt das sogar gut hin. Boah, das würde ja perfekt passen. Also, wir kriegen hier jetzt auch noch welche, mit denen wir auch noch spielen müssen dann. Aber wir kriegen das irgendwie hin. Erstmal Knotbert erledigen. Knotbert Para Cooper, Runde 1.
Warum stelle ich mich eigentlich freiwillig nochmal allen Bossen? Ich muss echt bekloppt sein. Ich muss bekloppt sein. Welcher warst du? Aua. Wow. Das ist echt übel, wenn Para-Koopa Knotberg hier so schnell geworden ist. Wow. Wow, wow, wow. Dude, chill. Wow. Ja. Ja. Okay. Okay. Warum sammle ich immer die Stempel ein? Ich brauche die sowieso nicht. Wow. Wow. Nein, 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 nein. Das wird noch übel enden, Leute. Das war erst der dritte und ich bin schon fast tot. Wenn es gar nicht mehr geht, gehe ich mit Flügelchen rein. Dann müsste ich eigentlich mit 20 Herzen starten, anstatt mit 10. Das wäre ja schon mal etwas. Uiuiuiui. Okay. Wurstel der Hotdog. Ey. Nee. Nein. Einfach nein. Das ist noch schlimmer als Monty. Ist schlimmer als Monty, nein. Es ist Wurstel der Hotdog. Nein. Wow. Ich finde... Also ich mag sowieso keine Hunde, ja. Aber mit diesem Hotdog kann ich überhaupt nichts anfangen. Schnuffel ist super, super süß. Ich liebe Schnuffel. Aber dieser Hotdog ist echt hellblauer Yoshi. Yay. Ich mag hellblau. Ich hab ein Plüschi von einem hellblauen Yoshi und von einem gelben. Ja, gelb und hellblau habe ich. Sehr cool. Yoshi! So, Boss-Pavillon. Oh boy. Na dann. Machen wir den Wurstel platt. Einfach nur, damit er von der Bildfläche verschwindet. Eliminieren wir ihn! Wurstel der Hotdog, ey. Kommt darauf nicht klar, es tut mir leid. Ich habe vergessen, wie du funktionierst. Aua, so schon mal nicht. Ich muss dich, glaube ich, abschießen, wenn du nicht brennst, oder? Und dann auf deine Zunge, genau. Okay, ich erinnere mich. Du hast, glaube ich, voll die krassen Negaflammen gemacht. Ja. Okay. Also zumindest sind die nicht schneller geworden, oder? Hast du dich auch noch irgendwie so komisch an die Wand geklebt, wie so Spider-Man, Wurstel? Ja, genau so. Genau so. Ich hab's irgendwie kaputt gemacht. Ich hab das Gefühl, ich werde sterben. Ich sehe es kommen. Bom. Okay, so. Okay, ich dachte, er schießt mich ab. Wow. 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 Ja. Nein. Das war nicht gut. Das war ultra knapp. Nein, nein, nein. Ach ja, überspringen. Menno. So. Ach ja, das war das 1, 2, 3. Ich erinnere mich. Plop. Okay. Und stampfen. Yoshi stampft. Sehr schön. So. Ab nach hinten mit dir. Jetzt kamen die Flammen, die nicht so schlimm waren. Weil sie sogar fast noch schlimmer, weil ich jetzt länger fliegen muss, weil die so unglaublich langsam sind. Was hast du gestampft? Okay. 1, 2, 3. In Ordnung. Jetzt bist du da hoch. Jetzt kann ich dich abschießen. Wunderbar. Jetzt habe ich keine Wolle mehr. Das ist doof. Das ist doof. So, jetzt bist du nach hinten. Jetzt kam der mega krasse Hyperflammenwurf. Okay. 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 Wir können es 5 Stunden machen. Komm, ich komme nicht aus dem Takt. So. Gib mir ihre Wolle. Wow. Dankeschön. Reicht das noch? Wahrscheinlich nicht. Nee, ich versuch's gar nicht erst. Nein! Oh. So. 1, 2, 3. Geh hoch. Wupp. Okay. Und stampfen. Sehr schön. 2x Wolle. Ui.
Okay. Das wäre erledigt. Yoshi! Gewonnen! Yay! Und wir kriegen... Bronze Yoshi wurde wieder zusammengehäkelt. Ja, dann müssen wir uns natürlich Bronze Yoshi holen jetzt, nicht wahr? Dann müssen wir uns jetzt eigentlich Bronze Yoshi holen. Eigentlich schon. Eigentlich schon. So. Ja, da steht er sogar. Perfekt. Hey, Bronze Yoshi, was geht? So, wir müssen ja merken, bei Hellblau hatten wir aufgehört. Bei den normalen Farben. Okay. Monty der Große, Runde 2. Jetzt hat er einen Helm. Das wird dir nichts nützen. Das wird dir absolut nichts nützen, Monty. Monty, nein. Monty, nein. Ja, überspringen. Kennen wir ja alles schon. Kennen wir ja alles schon irgendwoher, nicht wahr? Ach, das war der Spaß. Okay. Ich muss erstmal wieder gucken, was hier überhaupt abgeht. So. Einfach die Montys da unten kaputt machen, genau. Okay, jetzt kamst du da irgendwo raus, machst deinen Stampfer, ist kein Thema. Okay. So, draufgestampft. Sehr schön. So, mach ich die Kleine weg, geh hier drüber. Das ist echt der einfachste Monty von allen. Und erledigt. Easy. Easy win. Mit Bronze Yoshi. Oh yeah. Wahrscheinlich war es dann so gedacht, dass man das super, ultra, mega, hyper Special Level ganz, ganz, ganz zum Schluss macht. Weil Platin Yoshi ist ja eigentlich der krasseste von denen. Den hatten wir jetzt schon am Anfang, aber okay. So. Mutter Glukun. Ach ja, die mit den witzigen Hosen, die so schön bunt waren. Aber erst neuer Yoshi. Neuer Yoshi. Neuer Yoshi. Welch... Ach, die stehen doch hier draußen rum, ne? Moment, ich hatte rosa, rot, dunkelblau, hellblau, oder? Sonst hatte ich, glaube ich, noch keinen. Ich hatte auf jeden Fall noch nicht... Wir nehmen mal den grünen. Ich glaube, es geht schneller, als wenn ich in den Pavillon reingehe. Grün! Okay. Ich sage einfach, wir hatten rot, rosa, blau, hellblau, grün. Okay. Wir kriegen das hin. Wir kriegen das irgendwie hin. Mutter Glukun. Dich kriegen wir auch hin. Du warst, glaube ich, nicht so schwer, oder? Muss ich auch für die Klamotten ausziehen, kann das sein? Über Xilebo. Ja, ja, überspringen, passt schon. Oh doch, du warst brutal, ich erinnere mich. Du warst doof. Bei dir hatte ich Probleme. Weil ich dich nie erwischt habe. Ja. Ja, ja, ja. Mhm, mhm. Timing. Was ist Timing? Ich bleibe einfach mal hier stehen. So. Ist vielleicht einfacher. Anstatt diesen viel zu schnellen Huhn immer hinterher zu rasen. Was? Ach, jetzt kam der Agro-Mode mit dem Wind, ne? Okay. Passt schon. Gut. Ach, jetzt hattest du mehrere Schichten. Ach, und das war irgendwie assi. Ja. Ja. Ja, ich erinnere mich. Ich erinnere mich. Das sind keine schönen Erinnerungen, die da hochkommen. Absolut nicht. Würdest du bitte... Nein, nein, mach nicht, mach das nicht. Das ist voll doof. Mach das nicht. Mach das nicht. Das ist okay. So. Ach, komm schon her. So. Ich habe kurz überlegt, den Modus zu wechseln, damit ich Herzchen kriege. Ich versuch's einmal so. Einmal. So viel dazu. So viel dazu. Ich will Herzchen. Gib mir Herzchen, ja. Ja, ich will Herzchen. Stand da. Verstand, willst du Herzchen? Ich habe gesagt, ja. So, ich hoffe, das funktioniert hier auch so. Ja, Herzchen. Okay. Dankeschön. Da drüber springen. Und hier laufen, laufen, laufen. Laufen, laufen, laufen. Laufen, laufen, laufen. Einmal... Okay, und hoch. So, jetzt warte ich wieder, bis du hier rüberkommst. Okay, jetzt bist du da rübergerannt. Das wird dich nicht retten, du Hühnchen. Okay,
Jetzt kam, glaube ich, 3 runter, ja. Okay. Ja. Mach das bitte unten. Mach das. Ah, ich kann mich da bücken. Das ist ja. Oh, da muss ich springen. Okay, je nachdem, wo. Okay, ich verstehe. Gut, dass ich jetzt das begreife. Je nachdem, wo es ist, muss ich mich bücken oder. Oder. Oder drüber springen. Ich kann gar nicht reden, voll auf Stress. Nein, 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 mach das nicht. Ich hasse da. Ich hasse diesen Angriff. Ich hasse diesen Move. Ah! Okay, springen oder ducken funktioniert immer. Gut zu wissen. Ja. Hast du wieder weg? Hilft dir auch nicht, wegzurennen. Okay. Geschafft. Soll das Silber darstellen? Sah nicht ganz so silber aus. Eieieiei. Okay. Yoshi! Ring hat wieder Juwelchen hier, die wir überhaupt nicht mehr gebrauchen können. Aber nun gut. So, das war der grüne Yoshi. Was kommt denn als nächstes? Knotbert Paracoupa, Runde 2. Aber zuerst wechseln wir unsere Farbe. Zu gelb. Ich hab Lust auf gelb. Gib mir gelb. Gelb. Ich kann auch wieder rein, nachher durchgehen. Egal. Nehmen wir gelb. Gelb. Gelber Yoshi. Whoop. Und rein da. Ladevorgang. Yay. Okay. Paracoupa. Knotbert. Ach, Knotbert. Dein Name ist fast so cool wie der von Cooper nach dem Abgrund. Aber nur fast. So, welcher war das denn? War doch nicht die Kanone, oder? Ach, der mit dem Wasser. Und den Stacheln. Ich hab's vergessen. Ich glaube, ich muss den irgendwie dann... Aua. In die Stacheln locken. So, jetzt bist du total arm abgelaufen. Genau, und hast diese Wellen gemacht, die mich in die Stacheln reinschleudern. Dann, und deren Perspektive ich nicht abschätzen kann. Ja, super, ey. Weißt du, stampf, bevor ich überhaupt aus dem Wasser rauskomme. Schon so ein bisschen krass hier, ne? Knotbert, so nicht, Kumpel. So nicht, Kumpel. Perspektive ist ganz eklig hier. Knotbert, nein. Einfach nein. Knotbert, nein. Das ist fast wie ein Monty. Nein. Wupp und Wolle. Yay. So. Da müssten wir jetzt eigentlich über die Hälfte geschafft haben. Ich glaube, es war Kampf Nummer 7 von 12. Sehr schön. So. Okay. Audrey. Audrey. Ach ja, mein Freund Audrey. Der schönen Anlehnung an früher. Welche Farbe nehmen wir denn jetzt? Nehmen wir mal den schwarzen, der steht da sowieso gerade rum. Komm her, schwarzer Yoshi! Du darfst Audrey erledigen. Auf geht's! Wie evil dieser Boss-Pavillon schon aussieht, ne? Wie evil das schon aussieht! Hey, Audrey! Ich kann ihn bestimmt nicht wieder vorher abschießen, oder? Bringt ja leider sowieso nichts. Man kann die Pflanzen ja leider nicht mehr töten mit einem Schuss. Man muss ja jetzt noch draufspringen. Das ist echt fies! Hey, Audrey! Ich hab vergessen, wie du funktionierst. Aua, so nicht. Ach ja, Bomben. Stimmt, du willst Bomben fressen. Also willst du nicht, aber ich will, dass du Bomben frisst. So rum. So rum passt das. Okay. Boing. Gut. Bombe, jetzt kamst du von irgendwo anders, oder? Aua. Ach ja, von da. Hast du gefressen? Hast du gefressen? Hast du gut gemacht, Audrey? Gut gefressen. Braves Audrey. Dort ist deine Rache schon im Special Level. Das brauchen wir nicht nochmal. Das ist ganz schön anstrengend hier. Okay. Könntest bitte einfach aufhören? Es reicht, Audrey. Es reicht. Aua. Du machst mir ganz schön Schaden, weißt du das? Puh. Wo tauchst du auf, Audrey? Wo? Aua. Hast du gefressen? Brav, Audrey. Oh mein Gott, war das furchtbar. Wuhuhuhu. Das war ja richtig schlimm. Aber wir haben es geschafft. Sehr schön. Nee. Gewonnen. Ach, was Spiel.
Danke für die Info. Hätte ich nicht gemerkt sonst. So. Silber-Yoshi wurde wieder zusammengehäkelt. Na dann. Komm zu mir, Silber-Yoshi. Komm zu mir. Bitte. Gleich. Ich glaube, der da links, oder? Ja. Sieht sehr glänzend aus. Okay. Glitzerfunkel-Silber-Yoshi stellt sich jetzt gegen Monty der Große, Runde 3. Okay, Monty. Okay. Welcher war das? Welcher war das? Monty, Monty, Monty. Ich glaube, Monty war nie übelst schlimm, oder? Ah, doch, Monty mit Eis. Ich nehme alles zurück. Oh nein, das war... Oh, ja, ich erinnere mich. Ich erinnere mich. Stampfen, stampfen. Oh, ich stampf doch so langsam. Okay. So, und jetzt hier drauf stampfen. Jetzt kam voll krasse Lawine, ne? War es nicht so? Ja, jetzt kam die Monty-Lawine. So, jetzt bist du ein bisschen aggro rumgerannt. Okay, jetzt nicht beim ersten, sondern beim zweiten. Okay. Das wusste ich noch. Okay. So, jetzt kommt wieder krasse Monty-Lawine. Ja. Und jetzt beim dritten. Nein, jetzt rennst du erst panisch wieder rum, oder? Ja, jetzt rennst du panisch rum. Okay. Okay. Eins. Zwei. Drei. Monty, nein. Einfach nein. So, goldene Wolle. Schätze ich mal. Sah sehr golden aus. Und würde auch passen nach Bronze und Silber-Yoshi. Yoshi! Gewonnen! Ach was, wirklich. So. Oh nein. Wenn ich schon irgendwas sehe, was mit Eis zu tun hat in diesem Spiel. Einfach Gut, welchen Yoshi hatten wir denn noch nicht? Hatten wir. Du bist, glaube ich, weiß, oder? Dich hatten wir noch nicht. Okay, nehmen wir den weißen Yoshi. Weißer Yoshi. Ich glaube, lila gab es auch noch. Gab es orange? Bin ich sicher. Auf jeden Fall noch lila. Eisberg Sneefit. Der Eisklotz. Ah, wie ging der? Ich weiß noch, ich muss den, glaube ich, irgendwie runterschießen. Ja, aber ansonsten erinnere ich mich nicht so ganz. Ach ja. Ja. Ach doch, natürlich. Jetzt spuckst du Scheigeis aus, ne? Fängt schon mal gut an. Fängt richtig gut an. Ich bin total begeistert. Ich kann mich kaum halten. Ne, hörst du auf, die Scheigeis auch zu schubsen? Ich brauch die doch. Okay. Bob. 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 Okay. Dreimal abschießen, wenn er keine Stacheln hat und dann drauf. Sehr schön. Herzchen. Hier kamen krasse... Krasse Eisstacheln, ja. Perspektive. Perspektive. Aua. Okay. 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 Scheigeis. Sehr gut. Die brauche ich nämlich. Ah, wow. Ich bin fast tot. Okay. Stampfen. Oh Gott, gib mir die Herzchen, Spiel. Nein, ich bin mit Scheiger reingerannt. Nein, 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 nein. Perspektive. Ich hasse Eis. Ich hasse Eis. In sämtlichen Zusammenhängen in diesem Spiel. Oh, das ist furchtbar. Ja, oh Gott, ey. Wie soll ich denn die Scheigeis auffressen so schnell? Geh sterben, ich hasse dich. Ich hasse dich. Ah. Ja, ich muss schreien, es tut mir leid. Ich werde es runterregeln. Gott, ey, Perspektive ist so dumm hier. Wundervoll. Absolut wundervoll. Ja, ja, schubst mich in den Tod.
Toll, jetzt konnte ich nur einen Shy Guy fressen. Und jetzt machst du die anderen kaputt. Ja, super. Wie soll ich dich denn besiegen? Wow. Ja, ich habe schon wieder einen gefressen. Cool, brauche ich nur noch einen. Ja. Ja, okay. So. Ich habe sogar noch zwei Wolken. Da brauche ich nur noch einen Scheiger. Okay, Herzchen. Ganz dringend. So. Ja. Perspektive ist mal... Ich fliege einfach... Was ist das? Ich fliege einfach hier. Perspektive kann mich mal. Wiedersehen. Tschüss, Perspektive. Okay, okay, okay. Der letzte war verzögert. Ja. Gib mir einen Scheigei. Einen habe ich gesagt, Mann. Au. Au. Geh weg. Geh weg. Oh Gott, war das schrecklich. Schlimmster Boss ever. Schlimmster Boss ever. Da war Baby Bowser ja einfach am Ende. Ich meine das vollkommen ernst. Ja, okay. Yoshi! Alles gut. Alles gut. Okay. Alles gut. So. Knotbert ist wieder da mit seiner Kanone. Aber das kriegen wir hin. Mit Lila, habe ich gesagt. Ne? Ja, Lila fehlt auf jeden Fall noch. Lila. Und es gibt auch Orange. Orange und Lila. Okay, dann fehlen wohl die beiden noch. Dann nehmen wir jetzt den Orangenen. Und zum Schluss den Lilanen. Sollte sogar genau passen. Yay. Boss Papillon. So, Knotbert Paracooper Runde 3. Stimmt, Monty und Knotbär waren immer im Wechsel. Fällt mir jetzt erst auf. Unsere Zwischenbosse, Monty und Knotbär. Okay, du warst der, wo ich ewig nicht gerafft habe, weil ich deine Kanone abschießen muss. Aber jetzt weiß ich's ja. Jetzt weiß ich's ja. Aua. Okay, das geht so nicht. Das geht so nicht. Mit diesem viel zu langsamen Fadenkreuz kann ich hier nicht arbeiten bei dem Boss. Nope, nope, nope. Das geht nicht. Das geht ja so schon kaum. Aua. Aua. Oh boy. Oh boy. Wie soll das denn funktionieren? Okay, vielleicht wenn er sich umdreht. Okay. Okay. Dann warte ich auf den Moment. Selbst das ist schon knapp. Selbst das ist schon knapp. Aber das hier kriege ich auch nicht hin. Nee. Hopp. Timing. Timing. Okay. Ja. 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 Herzchen. Danke. Seht ihr, die Flügelchen sind nicht immer vom Vorteil. Wenn man schnell sein will, sind die Flügelchen furchtbar. Also wenn man schnell schießen will. Ach stimmt, ich habe den Boden kaputt gemacht. Stimmt, jetzt warst du noch unten zwischendurch. Ich erinnere mich. Hier, vielleicht ist es sogar ganz cool, wenn ich ihm die Teile entgegenspucke, anstatt zu schießen. Ich glaube, es ist von Vorteil. Ja. Ja. Verstanden. Herzchen. Danke. So, da war eine rote dabei. Da unten. Aua, 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 aua. Wow. Das war knapp gerade. Hörst du auf? Knotbert, reicht jetzt. Es reicht, okay? Es reicht. Dankeschön. Wolle. Yay. Goldene Wolle. Okay. So. Kommt jetzt Baby Bowser nochmal? Kommt nochmal Baby Bowser? Ja. Okay. Na gut. Schlimmer als Eis Sneefit kann es nicht sein.
So, nehmen wir jetzt den lilanen Yoshi. Und dann hoffe ich, dass ich alle benutzt habe. Ich habe zumindest so gut wie es ging immer gewechselt. Lila! Dich hatten wir noch nicht, Kumpel. Auf geht's! Wee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 e
So, du bist jetzt gleich irgendwo da oben. Ja, okay. Schon viel besser. Okay, nach rechts und nach links und in die Mitte und hier ungefähr. Gut. Jetzt brauche ich leider... aua, aua, aua. Ich habe voll vergessen, dass dieser Agro-Mode kam. Ich brauche Shy Guys. Ich brauche Shy Guys. Ich brauche Shy Guys. Danke. Der Agro-Mode. Der Agro... Wie soll ich da denn aufweichen? So schnell ist das überhaupt nicht. Yeah. Keine Herzchen. Keine Herzchen. Ach, Menno. Okay, jetzt machen wir das am Ende. Ja, ja, ja. Ihr versteckt mich. Oh, ah, was? Oh, super. Was auch immer das jetzt war. Au! Wow! Fange ich zumindest hier wieder an oder fange ich ganz vorne wieder an? Ja. Ich fange hier wieder an. Okay. Nun gut. Nun gut. Nun gut. Oh, ich bin aber auch echt dumm, ne? Ich stelle mich gerade echt dämlich an. Kann ich eigentlich einfach auf dich drauf spucken? Kann ich auch. Okay. Das ist schon mal gut zu wissen. Das ist schon mal gut zu wissen. Links. Rechts. Mitte. Rand. Gut. So, jetzt bist du da oben. In Ordnung. Stampfen. Herzchen. Sehr schön. Links. Rechts. Mitte. Und jetzt hier irgendwo zwischen. Okay. So, jetzt kommt der Agro-Modus schlechthin. Bist du rechts, dann renne ich mal nach links und renne jetzt mal hier rüber. Und wow, okay. Gib mir Shy Guys. Gib mir Shy Guys. Jawohl. Abspack-Modus. Okay. Gut, getroffen. Stampfen, okay. Geht doch. Du musst dich beeilen, Baby Bowser. Ich glaube, ich kann nicht mehr lange aufnehmen, weil meine Festplatte dann voll ist. Mach schneller, Mann! Lade schneller, Spiel! Ja, 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 kenn ich. Kenn ich, kenn ich, kenn ich. Aber ist kein Thema. Okay. So! Die kann ich fressen. Oh, und die kann ich fressen. Hey, Bowser! Aua! Pass mal ein bisschen auf mit deinem Feuer. Pass da mal ein bisschen auf mit deinem Feuer. Das ist absolut nicht angenehm. Hui! Okay, so, jetzt siehst du mich, glaube ich, nicht, weil ich hinter dir stehe und du ein bisschen blind bist. Oh, da ist ein Herzchen rausgekommen. Das ist aber nett. Das ist aber nett, Spiel. So, ich verstecke mich mal. Okay. So, lege ich jetzt mal hier hin. Kann ich vielleicht die da hinten abschießen? Die, nein. Okay, rein da. Und wegfliegen. Kriege ich die von hier aus? Nee. Ah, habe ich die eine noch erwischt eben? Ich glaube schon. Es sind nur noch zwei da hinten, okay. Ach, Bowser, dreh ich nicht so schnell um. Baby Bowser meine ich natürlich. Entschuldige. Ich habe keine Wolle. Nein. Okay, es klappt jetzt eh nicht, weil er sich umdrehen wird. So. Hui. Plop. Okay. So, jetzt musst du erledigt sein, oder? Also die Form ist echt gruselig einfach im Vergleich zu früher. Früher war man da viel panischer, als es auf mich zugerannt kam. Okay. Wolle eingesammelt. Boss Rush geschafft, würde ich sagen. Juhu! Gewonnen! Yay! Dann kriegen wir zum Abschluss noch einen goldenen Yoshi. Nehme ich mal an.
Gold-Yoshi wurde wieder zusammengehäkelt. Sehr schön. So. Ich würde sagen, damit haben wir das Spiel 100% abgeschlossen. Also für mich sind 100% jetzt. Ich bin zufrieden damit. Mein 100% Drang ist befriedigt. Wir nehmen uns jetzt Gold-Yoshi und rennen hier noch eine Runde rum, damit wir in Oma gesehen haben. Da ist der Yoshi-Pavillon, wo jetzt alle Yoshis haben. Museum. Amiibo. Wir können noch mal ins Museum reingucken, so zum Abschluss. So, zum Abschluss mal hier reingeguckt. Ich glaube, da gab es Musik und die Feinde, oder? Ja. Ach, ich glaube, die Feinde nur, wenn ich sie abgeschossen hatte. Ich habe natürlich manche Feinde nicht abgeschossen, ja. Deswegen, die auf den Stelzen habe ich nie abgeschossen, deswegen haben wir die da nicht. Aber das, also, finde ich jetzt nicht so schlimm. So krasse 100% brauche ich dann doch nicht. Scherenschuft. Ach, du warst cool. Du warst cool. Und die machen sogar so Animationen. Das ist schön. Stego heißt du. Don Banano. Du wirst nämlich immer der Affe bleiben. Minimauser. Du bist nämlich immer die Maus. Tornadino. Ah. Das haben wirklich immer Geister. Das waren Fledermäuse. Das ist der Fisch des Todes. Den will ich gar nicht mehr sehen. Das sind die Pinguine. Die Möwen. Die Skelettmöwen. Oder Skelettvögel. Das sind auch Skelettvögel. Das Augenbrauenmonster. Ja. Ich würde sagen, wir beenden dieses Let's Play, indem wir uns das rote Feuer-Augenbrauenmonster angucken. Und es wird für mich immer und ewig das Augenbrauenmonster bleiben. Ich hoffe, das Projekt hat euch gefallen. Schreibt es mir in die Kommentare. Lasst einen Daumen nach oben da, wenn es euch gefallen hat. Und wir sehen uns dann beim nächsten Projekt, was auch immer das sein wird. Also dann. Ciao, ciao.